Im Grunde ist Brandenburg seit jeher ein Einwanderungsland. Im Mittelalter waren es die Slawen aus Osteuropa und im 17. Jahrhundert die Glaubensflüchtlinge der protestantischen Hugenotten, die aus dem katholischen Frankreich unter Ludwig XIV. Regelrecht vertrieben wurden. Auch Fontanes Vorfahren waren Hugenotten. Der französische Einfluss ist in Brandenburg und besonders in Berlin immer noch spürbar. Am nördlichen Eingang der Altstadt steht der älteste Torturm. Es ist der Rathenower Turm aus dem 13. Jahrhundert. Charakteristisch sein kegelförmiges Dach und seine eckige Bauform mit einem Durchgang. Ein Teil der Stadtmauer existiert noch und führt bis an den Turm heran. Ursprünglich besaß der Turm sogar eine Zugbrücke. Es soll sogar ein Kerker mit Wachstube ausgebaut worden sein. Und wie die Wachleute ihre Notdurft verrichteten, lässt sich hier am Aborterker erahnen. Hier am Altstädtischen Markt steht eines der ältesten Rathäuser der hier üblichen norddeutschen Backsteingotik. In vielen deutschen Städten wurden diese Rolandstatuen errichtet. Sie gelten als Symbole der Stadtrechte und Unabhängigkeit. Die Geschichte dahinter hat in Frankreich ihren Ursprung. Was es aber nur hier gibt, ist diese Bronzefigur am Brunnen auf dem Marktplatz. Die wasserreiche Stadt ist natürlich auch reich an Brücken. Nachgezählt habe ich sie nicht, aber es sollen über 80 sein. Die Gründung der St. Gotthard-Kirche reicht zurück in das 12. Jahrhundert und geht mit der Christianisierung des Havellandes einher. Damit ist sie die älteste Kirche der Mark. Sie war noch vor dem Dom eine Bischofskirche. Erst kurze Zeit später zogen Konvent und Bischof in den neu erbauten Dom. In der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche bis auf den Westbau abgerissen. Es sollte Platz für den Neubau einer größeren gotischen Kirche geschaffen werden. Man muss nicht gläubig sein, um sich für die mittelalterlichen Kirchen zu interessieren. Aber man kann sich dem spirituellen Geist der Geschichte nicht entziehen. Der Westbau mit seinem eindrucksvollen Turm wurde mit Feldsteinen gebaut und ist somit der älteste Teil der Kirche. Der berühmte Orgelbauer Joachim Wagner entwarf 1736 eine Orgel für die St. Gotthard-Kirche. Eine größere Reparatur erfolgte 1865. So wurde eine neue Sauerorgel in den alten Prospekt der Wagner-Orgel hineingebaut. Das Schicksal schlug zu, als am 5. Mai 1972 die Sauerorgel durch Unachtsamkeit von Besuchern vollständig abbrannte. Der kostbare Barockprospekt und die Orgel waren verloren. Erst am 7. September 1986 konnte die neue Orgel der Orgelbaufirma Schuke aus Potsdam eingeweiht werden. Und sie kann sich nicht nur sehen lassen. Nach langer Überlegung habe ich mich aufgerafft und diese Rundtreppe bestiegen, um die Aussicht über Brandenburg zu genießen. Der Aufstieg durch die Enge der steinernen Rundtreppe, die weiter oben in eine leiterähnliche Holztreppe übergeht, ist nicht ganz ohne. In Höhe der Kirchenglocken gab es eine Zwangspause. So sieht also das Innenleben eines Kirchturms aus. Ein interessanter Einblick.
Oben angekommen wird der vermeintliche Glöckner von St. Gotthard durch eine grandiose Aussicht in alle Himmelsrichtungen belohnt. Der Abstieg allerdings war schweißtreibend, aber die Kirche war angenehm kühl. Ich muss zugeben, die St. Gotthard-Kirche hat mich vollkommen in ihren Bann gezogen. Ich war überwältigt von den vielen sakralen Kunstschätzen und Reliquien, einem Museum gleich. Aber ebenso überwältigt war ich von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die einem wirklich das Gefühl geben, herzlich willkommen zu sein. Sie stehen einem mit Rat und Tat zur Seite. Die wertvolle Ausstattung der Kirche zeugt vom damaligen Reichtum der Stadt. Durch die Havel war die Altstadt den Hansestädten zugehörig und der Handel machte sie reich. Vom reich geschnitzten Taufbaldachin, auch Taufkrone genannt, führt uns der Schwenk auf das darunter befindliche Taufbecken. Es ist aus Bronze gegossen und gilt als das älteste Ausstellungsstück. Es stammt aus dem 13. Jahrhundert. Die Kuppa, so nennt man den oberen Teil des Taufbeckens, wird von 4 Figuren getragen. Innerhalb einer umfangreichen Renovierung 1904 wurde die spätgotische Deckenbemalung freigelegt. Hier wurde der gebürtige Brandenburger und Ehrenbürger Vico von Bülow alias Loyot 1926 getauft. 1624 bekam das Kirchenschiff eine neue Kanzel. Diese von Georg Zimmermann aus Quenstedt kunstvoll gefertigte Kanzel gehört zu den schönsten der Mark Brandenburg. Es war ein Geschenk der hiesigen Tuchmachergilde. Das Material ist hauptsächlich aus Holz, nur Träger und Relief sind aus Sandstein. Sie zeigen Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Dieser streifenförmige Wandteppich aus dem Jahre 1463 in der Südkapelle stammt aus Niedersachsen und zeigt eine Jagdgesellschaft mit einer Jungfrau am Brunnen und einem Einhorn. Die Geschichte, die hier erzählt wird, geht auf das 4. Jahrhundert zurück. Sie handelt von einem Einhorn, welches nur von einer Jungfrau gefangen werden kann. Diese seltene mittelalterliche Gobelinweberei gehört ebenfalls zu den wertvollsten Kirchenschätzen. Die Kirche ist stolz darauf, dass der farbenprächtige Wandteppich die Jahrhunderte so gut überstanden hat. Nach Einführung der Reformation verschwand der mittelalterliche katholische Hochaltar. Ein neuer Altar im Renaissance-Stil wurde 1559 vom Leipziger Meister Wilhelm Gulden gemalt. Diese Gedenktafel in Form eines Reliefs dient der Erinnerungskultur. Es gibt mehrere davon hier in der Kirche. Hier soll das Leben und Verdienste verstorbener Personen gewürdigt werden. Es gibt viele Gestaltungsformen, auch Gedichte und biblische Szenen werden kunstvoll dargestellt. Die Schrifttafel enthält die Lebensdaten einer angesehenen altstädtischen Bürgermeisterfamilie. Dieses Sandstein-Epitaph stammt aus dem Jahre 1549.
Der Turm am Steintor sicherte die wichtige Straßenverbindung nach Magdeburg. Er befindet sich gar nicht so weit vom Kloster entfernt. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstand der 28,5 Meter hohe Turm. Er ist damit der größte der Stadt. Ganze 11 Meter Durchmesser und eine Mauerstärke von bis zu 3,5 Metern machten den Turm zu einem wehrhaften Gebäude. Heute ist ein Museum über dem Eingang im Erdgeschoss, dem früheren Gefängnisraum, untergebracht. Über drei Ausstellungsräume erreicht man die zinnenbesetzte Wehrplattform, die einen einmaligen Blick über die Neustadt bietet. Der schlanke, achteckige neustädtische Mühlentorturm erreicht mit Zinnenkranz und Kegelhelm eine Höhe von 24 Meter. Auch dieser Turm war Teil der mittelalterlichen Wehranlage. Sein Äußeres ist durch elegante gotische Spitzbogenblenden gegliedert. Eine Inschrifttafel aus Ziegelton an der Stadtseite nennt als Baumeister Nikolaus Kraft aus Stettin und das Baujahr 1411. Überall begegnen uns diese lustigen Waldmops-Figuren aus Bronze. Vico von Bülow alias Loyaux war einer der ganz großen Humoristen. Seine Sketche hatten meist einen sozialkritischen Unterton. Die Stadt Brandenburg ist stolz auf ihren berühmten Sohn der Stadt. Hier wurde er geboren, getauft und zum Ehrenbürger ernannt. Mit dem Sketch über den Waldmops kritisierte Loyaux den menschlichen Eingriff in die Natur. Denn, so sagte er einmal, das Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Nicht nur Loyaux hatte Humor, auch die Brandenburger Stadtleute zeigten sich humorvoll, indem sie im April 2015 den ersten plattnasig gehörnten Waldmops auswilderten. Mittlerweile haben sie sich hier vermehrt und sind überall in der Stadt anzutreffen. Wer will, kann an einer zweistündigen Mopsführung teilnehmen und erfährt viel über Loyaux und die historische Stadtgeschichte. Die Sanierung scheint mehr als gelungen. Jedes Haus könnte ein Fotomotiv sein. Irgendwann stoße ich auf die Harfe, welche von der Jahrtausendbrücke überspannt wurde. Und Brandenburg wäre nicht Brandenburg, wenn hier nicht auch eine Kirche postkartengerecht in den Himmel ragen würde. Es ist die schlanke St. Johanneskirche am Salzhofufer. Baubeginn an dieser Kirche war 1250. Als die Stadt 1929 ihr 1000-jähriges Jubiläum feierte, wurde auch die sogenannte Lange Brücke eingeweiht. Aber im Laufe der Jahrzehnte war auch sie nicht mehr zeitgemäß. Sie war zu niedrig und baufällig. Die erste Brücke zwischen Neustadt und Altstadt entstand im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts. Es war eine hölzerne Brücke, die mehrfach erneuert werden musste. Aber auch später gab es immer wieder Sanierungsarbeiten, die sich mit Brückenneubauten abwechselten. Aber diese neue Jahrtausendbrücke wurde im Dezember 1996 eingeweiht. Für mich mutet sie etwas zu neuzeitlich an, aber sie wurde letztendlich angenommen. Sie ist stabil und hoch genug für den hiesigen Schiffsverkehr. Und sie hält auch die Straßenbahn aus. Siebzehn Meter hoch ist der Plauer Torturm in der Altstadt. Er stammt wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert. Auch hier ein Aborterker, er diente der Turmbesatzung als Abtritt nach unten offen. Erst 1929 erhielt der mittelalterliche Turm einen Zinnenkranz. Die Tierfiguren stammen vom Brandenburger Künstler Horst Wall. Im mittelalterlichen Stadtkern der Neustadt, in der Nähe des St. Pauli-Klosters,
erhebt sich zwischen den Bäumen die katholische Kirche Heilige Dreifaltigkeit. Mit der Einführung der Reformation im Kurfürstentum Brandenburg durch Kurfürst Joachim II. Brachen 1539 schwere Zeiten für die Ausübung der katholischen Glaubensrichtung an. Erst im 18. Jahrhundert ließ Friedrich Wilhelm I. den katholischen Glauben im durch und durch protestantischen Brandenburg wieder zu. Die Katharinenkirche ist eine dreischiffige spätgotische Hallenkirche. Sie steht im Zentrum der Neustadt und zählt zu den Meisterwerken spätgotischer Baukunst. 1395 wurde mit dem Bau begonnen. Beeindruckend der Figurenschmuck an den Außenwänden. Mal sehen, wie es in der Kirche aussieht. Wir gehen mal rein. Sogleich richtet sich mein Blick nach oben zu den farbenprächtigen Deckenmalereien. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin beantwortete geduldig alle meine Fragen und gab mir die Aufgabe, den musizierenden Esel in der Malerei zu entdecken. Mal sehen, ob ich ihn finde. Und tatsächlich dort in der Ecke ein Esel mit Instrument. Ich habe ihn. Um 12 Uhr, wie jeden Tag, soll es ein 20-minütiges Orgelkonzert geben. Die Stadt Brandenburg verfügt über eine umfangreiche Orgellandschaft. Kein Wunder bei so vielen Kirchen. Drei große Orgelbauer vereinen sich in dieser Orgelanlage: Wagner, Sauer und Schuke. Der Organist sitzt an dieser Orgel mitten in der Kirche. Die Klänge ertönen über die imposante Schuke-Orgel, die in das barocke Prospekt einer früheren Wagner-Orgel eingebaut wurde. Es gibt aber noch eine kleine zweite Orgel, die sich über der Sakristei befindet und in die gigantische Klangorgie mit einbezogen wird. Am besten man lässt sich die Orgelanlage vom Domorganisten selbst erklären. In den Sommermonaten gibt es täglich ab 12 Uhr 20-minütige Orgelkonzerte. Der Organist erklärt vor Konzertbeginn, was es mit seiner gigantischen Orgelanlage auf sich hat. Geradezu neue Klangdimensionen sind von unterschiedlichen Standorten der Orgel hörbar und manchmal auch spürbar.
Auf der Dominsel befindet sich eine Kapelle direkt gegenüber des mächtigen Doms. Diese St. Petri-Kapelle fällt neben dem Dom kaum auf, aber hierbei soll es sich um den ältesten Kirchenstandort aus dem Jahre 1136 handeln. So existierte in der slawischen Burg eine kleine Burgkapelle, die hier in Fragmenten archäologisch nachgewiesen ist. Hier soll der slawische Fürst Pribislav Heinrich, der zum Christentum konvertierte, 1150 bestattet worden sein. Brandenburg an der Havel, die Stadt der gotischen Backsteinbauten, die Stadt mit drei mittelalterlichen Stadtkernen, die Havelstadt der vielen Brücken und mittelalterlichen Flutgräben, die Stadt in der Geschichte zu einem spirituellen Erlebnis wird. Ich habe die Stadt lieben gelernt und sie hat mir was mitgegeben, was ewig in Erinnerung bleiben wird. Brandenburg an der Havel ist die Wiege der Mark Brandenburg.